Ich bin Julius, die erste Hälfte von Karan und das ist mein Puka One. Wer bist du und was machst du? Hi, ich bin Julius, ich bin die erste Hälfte von Karan. Ich bin auch Teil von Minted Records und ich habe eine Videobude, die dafür sorgt, dass unser Content so ist, wie er ist. Über welches Buch sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Effektivität der transformationalen Führung. Klingt mega fad, hat mir aber tatsächlich die Augen geöffnet, was Führung betrifft. Darüber sprechen wir heute. Wie würdest du dieses Buch beschreiben, beziehungsweise worum geht es? Es geht prinzipiell um Führung, also um transformationale Führung. Und vor allem während meiner Masterarbeit habe ich mich sehr mit dem Thema Führung als Künstler beschäftigt. Und sowohl Literatur als auch Praxis zeigen, dass transformationale Führung ein super Tool ist, um gut zu führen. Und ich bin einfach der Meinung, dass sich jeder Künstler einmal mit Führung beschäftigen sollte, bevor er sein Team zusammenstellt, mit dem er auf Tour ist. Kannst du uns den Begriff transformationale Führung mal genauer erklären, was das genau bedeutet? Im Buch geht es um Führung generell, also im Speziellen um transformationale Führung. Da geht es viel um Charisma als Führungsperson, als auch um Visionen, das Führen mit Visionen. Den Begriff jetzt genau zu erklären, wird wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern. Deswegen empfehle ich jedem das Buch. Es ist sehr dünn und bringt einen super basic Einblick in das Feld der transformationalen Führung und Führung generell. Wie genau bist du denn auf dieses Buch gestoßen? Tatsächlich war es Teil meiner Literaturliste für meine Masterprüfung und wie der Name, wie ich es schon im Intro gesagt habe, ich habe mir am Anfang gedacht, das klingt wahnsinnig fad. Weil es aber so kurz war, war es tatsächlich das erste Buch, das ich angefangen habe zu lesen für meine Prüfung und dadurch habe ich dann auch gemerkt, okay, es ist eigentlich nicht so trocken geschrieben, wie es der Titel vielleicht vermuten mag und hat mir dann eben auch, wie gesagt, wahnsinnig die Augen geöffnet, noch einmal reflektierend über transformationale Führung und Führung generell, die jeder in einer Führungsposition einmal brauchen wird, nachzudenken. Inwiefern hat dieses Buch dein Berufs- bzw. Privatleben beeinflusst und oder verändert? Der Julius und ich, wir reden sehr oft über Führung und auch über das Führen mit Visionen. Und nachdem ein großer Teil von transformationale Führung und generell von Führung, das Führen mit Visionen ist, vor allem in unserem Bereich, wo wir so abhängig sind von der Vision, als Künstler erfolgreich zu werden, ist es einfach ganz besonders wichtig, dass man auch Basics hat, wie vermittelt man eine Vision, wie kann man eine Vision weitergeben auch an das Team, das vielleicht jetzt nicht Mitarbeiter sind, sondern Freelancer, die vielleicht nur aus Passion für dich mitarbeiten. Und so gesehen hat es mein Arbeitsleben wahnsinnig verändert, da der Julius und ich jetzt noch viel mehr auf unsere Vision eingehen, auch mit, wenn wir unser Team zusammenstellen. Sie müssen spüren, was wir da vermarkten, was wir für Musik machen und müssen das auch wirklich wollen, weil nur so funktioniert aus unserer Sicht Führung. Im Privatleben würde ich jetzt nicht sagen, dass es wahnsinnig viel geändert hat. Ich weiß nicht, ob sich der Julius jetzt besser geführt fühlt als Freund. Aber prinzipiell das Privatleben berührt es dann doch recht wenig. Hat dieses Buch Sicht- oder Denkweisen hervorgebracht, die du vorher nicht hattest? Es geht auch sehr viel um Persönlichkeit in dem Buch. Das heißt, es wird unterschieden zwischen helle und dunkle Persönlichkeiten. Und ich habe tatsächlich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, dass eventuell Leute wie Narzissten, Machiavellisten tatsächlich auch mit dem Charisma spielen, aber dass das nicht automatisch eine charismatisch transformationale Führung ist, sondern tatsächlich eher was ins Negative gezogen wird. Das heißt, eine eigentlich schlechte Verwendung von Charisma. Und so gesehen hat es mich nochmal ins Nachdenken gebracht, okay, wo kenne ich vielleicht Leute, die Charisma sehr bewusst nutzen, um vielleicht auch in die falsche Bahn zu lenken. Was machst du jetzt anders als zuvor? Wie ich es zuerst schon gesagt habe, ich führe jetzt noch viel mehr über Visionen. Ich versuche jedem im Team die Vision Karan mitzugeben. Und das ist ein großer Unterschied zu vorher, wo ich einfach gesagt habe, okay, du bist jetzt Teil des Teams, mach einfach mit. Sondern die Leute müssen spüren, was wir da machen. Und die Leute müssen unsere Musik auch mögen. Hast du eine Lieblingsstelle in diesem Buch und möchtest sie uns vielleicht auch gleich vorlesen? Lieblingsstelle ist vielleicht übertrieben, es ist halt trotzdem noch ein Sachbuch, aber
ich kann jedem empfehlen, auf der Seite 9 und 10 eben über die Persönlichkeitseinflüsse bei der Führung nachzulesen. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen zu viel, wenn ich 2 Seiten vorlese, aber es geht trotzdem eben um helle und dunkle Persönlichkeiten und ich glaube, das ist für jeden, egal ob es jetzt im Privaten ist, als auch im Beruflichen, ein Mehrwert, wenn man einfach mal drüber nachdenkt. Gibt es etwas in diesem Buch, das dir vielleicht nicht gefallen hat? Ich bin immer sehr kritisch, wenn es um so extrem dünne Bücher geht oder sehr, sehr basic geschriebene Bücher. Deswegen ist das auch mein größter Kritikpunkt. Es geht halt nicht sehr in die Tiefe. Das heißt, es ist immer noch eine Basisliteratur, etwas, was man sich einmal durchliest, um ein Grundverständnis über den Typ von dieser Führung zu bekommen. Und es geht halt nicht sehr ins Detail. Es wird halt auch nur unterschieden zwischen helle und dunkle Persönlichkeit. Ich bin einfach der Meinung und wahrscheinlich jeder Psychologiestudent wird mir da zustimmen, dass man nicht einfach zwischen hell und dunkel unterscheiden kann. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr einfach schon drüber nachzudenken und ein sehr guter Einstieg darin. Und das wiederum fasziniert mich. Aber das ist auch das, was mich irgendwie nicht ganz überzeugt. Was würdest du den Autor gerne fragen, wenn du ihn treffen würdest? Tatsächlich 2 Sachen. Ich meine, ein bisschen auch als Spaß zu verstehen, würde es mich wahnsinnig interessieren, was man mit solchen Büchern verdient, weil es tatsächlich auch relativ günstig ist. Und die zweite Sache ist, er ist ja Professor am Institut für Psychologie in Innsbruck. Und mich interessiert wahnsinnig, wie ticken Menschen. Und tatsächlich würde ich ganz gerne einfach stundenlang darüber reden, wie funktionieren Menschen im Job, wie funktionieren Menschen privat, was beeinflusst sie, wie kann man sie vielleicht auch positiv beeinflussen und ja. Was ist dein finales Conclusio aus diesem Buch? Ich glaube, dass jeder, der im Berufsleben steht und die Ambition hat, ein Team zu führen oder ein Unternehmen zu gründen oder als Künstler aktiv zu sein, sich mit dem Thema Führung beschäftigen sollte. Und ich glaube halt einfach, dass 30 bis 40 Seiten ein sehr gutes Maß sind, um mal damit in Kontakt zu kommen. Und ich glaube halt, es bringt jedem was im Privaten als auch im Beruflichen, sich mit Visionen auseinanderzusetzen, weil die machen letztendlich auch das berufliche Leben dann auch lebendig. Wo will man hin? Wo will man mit seinem Team hin? Und das glaube ich halt einfach, dass für jeden ein Mehrwert ist, drüber nachzudenken. Vielen lieben Dank, lieber Julius, dass du mit dabei warst. Ich sage danke und ich hoffe, dass tatsächlich auch überliest, auch trotz des Fadentitels und freue mich mega dabei gewesen zu sein. Das ist mein Buch geworden.